schön. Besonders begrüße ich die Stadtführung, Frau Kollwitz. Kollwitz, ja. Kollwitz, Frau Kollwitz vom Meißner Touristikbüro, wo wir einfach das hier organisiert ist. Ja, echt. Ein bisschen was zum Programm für alle, dass ihr das wisst. Wir wollen also jetzt die Stadtführung haben, die geht ungefähr. Eineinhalb Stunden. Also knapp zwei Stunden. Wir werden 3 bis 12 Uhr am Platz sein. Ja, und von da werden wir also zu der Schallwerkstatt gehen, Meißner. Die Karten haben wir hier schon da, die Pausen haben sie schon, ihr kriegt schon. Kriegt sie noch einer, kriegt keine. Der Chef kriegt keine. Weil wir bloß 25 bestellt haben. Jetzt sind wir 26, genau, ich lese mal oben genau nach. 23, ja. So, ja, und dann werden wir ein bisschen Freizeit machen und muss sehen, was wir dann, wie wir den Nachmittag ausklingen lassen. Das geht ja dann schon bis weit Nachmittag hinein, ne? So, hoffe ich, dass es wieder ein angenehmer Tag wird, wie letztes Jahr. Wo waren wir letztes Jahr? Wittenberg. Denn hier haben wir erstens mal einen wunderbaren Blick auf diesen Burgberg. Und hier kann man auch das schön sehen, was ich sonst immer in der Stadt erkläre und was die Leute gar nicht sehen. Denn da sehen die den Burgberg noch gar nicht. Heinrich I. kam hier elbaufwärts gezogen bei seinen Eroberungszügen gegen die slawischen Daliminscher, gegen die Heiden. Und er kam an und hat diesen Burgberg, der sich 40 Meter auf einem Bergsprung hier erhebt, wie Sie sehen, mitten in der Stadt, dieser Berg, den hat er wahrscheinlich als strategisch ganz günstig empfunden. Und hat ihn, der damals noch mit Wald bewachsen war, roden lassen und hat ihn befestigt mit einem Wehrlager, mit einer Wehrtruppe. Eine erste hölzerne Kirche gebaut, die ersten hölzernen Straßen und die Unterkünfte für die Soldaten. Und so hat Meißen seinen Anfang genommen. Und das war 929, wie gesagt. Ich möchte Sie nicht mit gar so vielen Zahlen bombardieren, wie man ja doch wieder vergisst. Aber wenn Sie die eine so ein bisschen im Hinterkopf behalten, solange wir zusammen sind, 929, da kann man das besser einordnen, die Geschichte Heinrich I., die Stadtgründung. Und das sehen wir hier drüben, also sehr schön. Historischen mittelalterlichen Markt, der schon 1150 ganz planmäßig angelegt wurde, als ein Platz, etwa 50 mal 50 Meter im Quadrat. Auf jede Ecke kommt eine Seitenstraße herzu. Nur in diesem Fall sind es zwei. Hier dahinter geht gleich eine Treppenanlage nach oben und hier ist die zweite Straße. Die Kirche steht auf der Ecke. Sie hat kuriose Ausmaße, diese Stadtkirche, diese Marktkirche, diese Frauenkirche, wie sie eigentlich heißt. Weil nämlich dahinter schon wieder ein Berg beginnt, ist sie 17 Meter lang, aber 23 Meter breit. Sie wissen ja, dass es normalerweise bei Kirchen etwas anders ist. Man spricht ja nicht sonst von einem Kirchenschiff, weil zur Kirche hinaufsehen. Da sehen wir hier oben diesen Umgang, wo bis um 1900 hinter diesen kleinen Fensterchen hat noch ein Türmer gewohnt. Der letzte Türmer hatte 6 Kinder. Und Sie können sich vorstellen, was die arme Türmersfrau da hochgeschleppt hat an Lebensmitteln für 8 Personen, die 196 Stufen hier hinauf, in dem Turm geht es natürlich da hinauf. Der Türmer hatte die Aufgabe, stündlich die Uhr einzuschlagen und auch stündlich nach Feuer zu schauen und dann eben eine Sirene oder ein Horn in Bewegung zu setzen, wenn er irgendwo da oben Feuer entdeckt hatte. Man kann den Turm auch heute noch besteigen und es ist eine sehr schöne Angelegenheit und wenn man dann hier so in den Marktplatz hineingucken kann und dann auch weit ins Land und Weinberge sieht und bis zur Elbe sehen kann. Das ist also sehr schön, wenn man da mal hinaufgehen kann. Das Haus in den Gasträumen, sehr urig eingerichtet mit sehr alten, dunklen Tischen, also sehr urig und romantisch. Es ist nicht umsonst von den neuen Bundesländern die erste Gaststätte, die in den Ring der Romantik-Gaststätten aufgenommen wurde. Und jeder, der nach Sachsen kommt, von etwa gekrönten oder ungekrönten Häuptern, die bei der Staatsregierung absteigen und dort irgendwas bereden und besprechen, planen sehr häufig, wenn sie mehrere Tage unterwegs sind, einen Ausflug in die Wiege Sachsens. Und wenn die dann hierher kommen, stehen zwei Dinge immer auf dem Programm. Porzellanmanufaktur, das ist ja das, was Meißen weltberühmt gemacht hat. Von dem reinsten gotischen Dom, von dem ersten Schloss Deutschland, wissen die wenigsten.
Aber die Porzellanmanufaktur ist auf dem Programm und dann steigen wir ab. Hier sehen wir mal schon sehr schön auf die Dächer von Meißen, gegenüber den Hügeln mit dieser alten Kapelle, eine romanische Kapelle, die Bettelmannskapelle oder Martinskapelle heißt. Ein Maurer namens Martin war bei den Dombauarbeiten, das ist ja hier im Hintergrund, Sie haben vielleicht die Türme gesehen beim Aufsteigen, abgestürzt und war nicht umgekommen, sondern hat als Krüppel weiterleben müssen und hat als Krüppel gebettelt und sich das Geld verdient zu seinem Unterhalt. Er konnte ja nicht mehr als Maurer arbeiten. Als dann im Mittelalter wieder einmal die Pest in Meißen war, wie ja anderswo auch mehrfach, wollte niemand, oder es haben sich nur wenige gefunden, die Pestkranken zu pflegen. Und dieser Bettler hat sich wahrscheinlich, dieser Krüppel, also mein Leben ist eh verwirkt, was soll's, mit viel Geduld und Hingabe hat er diese schwerkranken Leute gepflegt und ist dann auch von denen, die überlebt haben, reich belohnt worden. Aber er hat das Geld nicht genommen, um sich jetzt ein schönes Häuschen zu bauen und sich gut gehen zu lassen, sondern er hat es gestiftet zum Bau einer Kapelle, nämlich dieser schönen alten romanischen Kapelle dort oben, die Bettelmannskapelle oder Martinskapelle nach ihm heißt. Wir sind jetzt an der letzten Station unserer Reise angekommen, unseres kleinen Rundganges, auf dem ersten Platz in Meißen sozusagen, dem Domplatz, wo also das Gebäude steht, das für mich das Schönste ist, innen in Meißen. Und nicht nur für mich, ich hatte Ihnen schon erzählt, dass Goethe gesagt hatte, inwendig ist es das schönste und reinste Gebäude jener Zeit, das ich kenne. Sehr reine, klare, stilreinste Gotik. Ich habe hier ein Bild, weil ich nicht weiß, ob Sie hineinkommen, dass Sie wenigstens mal sich das ansehen können. Es ist geöffnet. Der Dom ist mit Eintritt behaftet. Er hat keine eigene Gemeinde und es muss jetzt alles so, diese ist ja eine ständige Baustelle. Es hat auch gar unlängst hier ein Gerüst noch gestanden. Also eine sehr schöne stilreine Gotik, wenn man da hinten steht und sieht diese Bündelpfeiler, die den Blick nach oben ziehen, oben die herrlichen gotischen Gewölbe. Es ist also wirklich wunderschön, wenn man da in einem Konzert sitzt oder auch in so einer Musik. Jetzt um 12 ist immer so eine kurze Musik, ich glaube 20 Minuten, eine Orgelmusik im Sommer über. Und dann gibt es in dem Dom noch etwas Interessantes, was Sie vielleicht noch gar nicht gehört haben. Als ich vor etwa 40 Jahren nach Meißen kam, habe ich das auch nicht gewusst, dass es hier Naumburger Figuren gibt. Vielleicht waren einige von Ihnen schon mal in Naumburg, beim Naumburger Meister. Diese Figuren hier sind von dem Naumburger Meister geschaffen, von seiner Werkstatt. Er hat also nach Naumburg noch in Bamberg, in Mainz und in Meißen gearbeitet. Da stehen hinten im hohen Chor vier solche Figuren, die
ich Ihnen hier zeige, sind Kaiserin Adelheid und Otto. Otto, der Sohn von dem Stadtgründer, Kaiser Otto, der übrigens das Bistum in Meißen gegründet hat, und seine Frau Adelheid. Diese beiden, jetzt nochmal eine Detailaufnahme von den beiden. Es sind noch zwei weitere Figuren im hohen Chor auf hohen Sockeln. Das ist ein Bischof und dann der Schutzheilige des Domes, der Johannes. Was hier davor gebaut worden ist, ist eine Begräbniskapelle, denn der erste Markgraf, der Kurfürst wurde, das war natürlich was, es gab ja nur 7 Kurfürsten in Deutschland, die den Kaiser wählen durften. Markgrafen gab es viele. Und der erste Markgraf war ein gewisser Friedrich der Streitbare, also auch Wettiner, Friedrich der Streitbare. Und der wollte nun nicht dort hinten, ganz da hinten in den Bergen liegt Nossen, vielleicht so 15, 20 Kilometer von hier. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter, da ist die Grablede, ein wunderschöner Klostergarten heute mit schönen alten Ruinen, sehr, sehr schön. Da gibt es auch Feste und Konzerte, ist auch viel saniert, ist wunderschön. Aber damals, ja, er wollte da nicht so JWD beerdigt sein, sondern bitteschön am ersten Platz hier oben. Und da hat er sich diese Kapelle mit dem grünen Dachreiter, ist eine Begräbniskapelle, vor den eigentlichen Dom, vor die Westtürme bauen lassen. Und so kam es, dass das schöne Eingangsportal des Domes nur 50 Jahre im Freien stand und also noch gut erhalten ist, weil ja dann dieser Vorbau davor kam, der das schützte. Da drinnen liegen jetzt Friedrich der Streitbare und seine Kinder und Kindeskinder, also insgesamt 3 Generationen, unten in Zinnsärgen in der Erde. Und auf der Erde befinden sich lebensgroße Grabplatten, in Bronze gegossen von den Fischerwerkstätten in Nürnberg. Und die Entwürfe sind zum Teil von berühmten Leuten. Zum Beispiel gibt es da einen Lukas Cranach, einen Lukas Cranach-Entwurf. Hallo. Und auch von Albrecht Dürer. Und viele von Ihnen kennen vielleicht noch aus dem Kunstunterricht die berühmten Hände des Albrecht Dürer, seiner Mutter, die er gemalt hat. Und dieselben Hände in derselben Haltung liegt da also in Bronze graffiert die Frau von dem Albrecht. Die Sidonie, eine böhmische Königstochter, Sidonie oder Sidonie oder Zidonie, die ist da also auch beerdigt, denn ich sagte ja schon, Sohn und Kindeskinder, der Sohn vom Streitbaren war ja dieser Albrecht. Und das war schon der Enkel, das war schon der Enkel, der Albrecht. Der Sohn, der Vater hieß ja der Sanftmütige, ein eigenartiger Name, Friedrich der Sanftmütige. Und obwohl er diesen Beinamen hat, Friedrich der Sanftmütige, hat er einen Mann kurzerhand um einen Kopf kürzer gemacht. Und zwar haben Sie vielleicht schon mal gehört von dieser Geschichte, ist keine Legende, von diesem Altenburger Prinzenraum. 1455, das Schloss gab es noch nicht, hier hinten, das ist ja die Albrechtsburg, da waren die noch in Altenburg. Und da hat einer die beiden Prinzen geraubt, Ernst und Albrecht, der Kunz von Kaufungen, der hatte Landsansprüche an den Vater. Die hatte der nicht geklärt, wie das so ist. Die Fürsten haben das nicht so genau genommen, ihren Versprechungen. Der war wohl im Recht und hat gesagt, also warte, ich werde es zeigen. Ich stehle dir jetzt deine Kinder und dann wirst du mir schon das, was mir zusteht, geben. Aber also so nicht. Er hat die also zunächst geraubt, zunächst ist es geglückt und im Wald hat ein Köhler, aber die Sache entdeckt, hat die beiden Jungen erkannt. Ist erstaunlich, obwohl man damals ja kein Fernsehen hatte. Hat er doch die Jungen erkannt und durch den Köhler ist die Sache also wirklich zum Auffliegen gekommen. Sie kommen zurück nach Altenburg, reiten dort ein, hoch zu Pferd, das Volk feiert. Diese Szenen sind übrigens, diese 3 Szenen, die zu dem Altenburger Prinzenraub gehören, sind hier im Schloss dargestellt, unten in dem großen Festsaal, im Bankettsaal. Und der Ritter Kunz von Kaufungen, also, da hat er keinen langen Prozess gemacht, in Freiberg auf dem Marktplatz. Ja, gleich. Thank you.
die auch heute noch mit den Füßen angetrieben wird. Aus Porzellanmasse wird zunächst ein sogenannter Hubel als Grundform gegeben. Dabei unterscheiden wir zwischen Hohlhubel und Vollhubel. Wie Sie sehen können, wird vom Dreher, der mit dem Töpferscheitel bewegt, ein Hohlhubel gebildet. Behutsam wird dabei die Masse mit Wasser und den Fingern bearbeitet und nach oben gezogen. Die sich außen bildende verdünnte Massestücke wird vom Dreher mit einem Metallschirm entfernt. Danach sticht er den Hubel vom Massestock ab und stellt ihn zur Seite. Dieser Hubel muss in eine hier zum Beispiel fünfteilige Gipsform eingedreht werden, die innen als negativ die äußere Form der Tasse einschließlich des Radierschwungs aufweist. Der Dreher stellt dazu den Hubel in die Gipsform hinein, drückt mit einem kleinen feuchten Stamm die Porzellanmasse von unten nach oben an die Formstamm fest und schneidet schließlich die überflüssige Masse mit Hilfe einer Handschablone aus der Form heraus. So gibt er der gedrehten Tasse nicht nur die richtige innere Form, sondern auch die vorgeschriebene Schattenstärke. Alle Teile verputzt und mit flüssiger Porzellanmasse, dem Schlecker, zusammengefügt und nochmals verarbeitet. In der Vitrine können Sie die fertige Tasse sehen. Sie wird nach dem Trocknen an der Luft und schließlich im sogenannten Arsch bei 950 Grad Celsius das erste Mal gebrannt. Danach mit dem Markenzeichen unserer Manufaktur, den gekreuzten blauen Schwertern versehen, schließlich glasiert und im nachfolgenden Blatt brand mehr als 1400 Grad Celsius ein zweites Mal. Der Begriff Bossieren kommt eigentlich aus dem Bildhauer und Steinmetzberuf. Er bezeichnet vor allem das Zurichten der Bosse, das Anlegen der Form einer Skulptur mit den verschiedenen Bossiereisen. Später übertrug sich der Begriff auf jede bildnerische Tätigkeit, hauptsächlich im Sinne des Skizzierens, des Modellierstellens, auch des Treibens und Formens weicher Massen. Zu den wesentlichen Tätigkeiten des Bossierers in unserer Manufaktur gehört es, die aus den Arbeitsformen hergestellten Figürchen Einzelteile mit speziellen Modellierwerkzeugen plastisch auszuarbeiten, die durch das Ausformen entstandenen Nähte zu beseitigen und die dabei zwangsläufig verloren gegangene Oberflächenmodellierung und Struktur zu ergänzen. Dabei sind solche plastische Formen und Details wie Faltenwürfe, Hände, Gesichter und stilistische Besonderheiten zu akzentuieren, deren Ausdruck eine besondere Wirkung. Die einzelnen Arbeitsschritte erfolgen unter Bezugnahme auf die sogenannte Handschrift des jeweiligen Modellschöpfers, dessen Formensprache und Stilistik unter den Bedingungen der außerordentlichen Modellvielfalt beherrscht werden müssen und somit eine hohe Qualifikationsanforderung an diesen Beruf darstellt. Bei der Unterglasurmalerei erfolgt die Dekoration auf kann bei 950 Grad Celsius verglühten Porzellan. Die Farben, die dabei verwendet werden können, müssen dem nachfolgenden Blattbrand von mehr als 1400 Grad Celsius standhalten. Es sind somit nur wenige Farben, die sich für die Unterglasurmalerei eignen. Die wohl bekannteste Unterglasurfarbe der Meißner Manufaktur ist das schon seit dem zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts benutzte Kobaltblau.
Es wird vor allem bei der Malerei des weltbekannten blauen Meißener Zwiebelmusters verwendet, das 1739 unter Verwendung ostasiatischer Symbole in Meißen entstand und dessen Fertigung Sie hier beobachten können. Die dargestellten Früchte im Zwiebelmuster sind der Pfirsich und der Granatapfel, letzterer nahm eine Installation an, die zu bezeichnen Zwiebelmuster führte. Die Meißner Manierblumenmalerei betrachten. 36 verschiedene Blumen aus der Natur werden hier gemalt. Ich stelle einige Blumen vom geistigen Auge zusammen und skizziere das Motiv frei mit einem sehr weichen Bleistift vor. Ausgangspunkt für die Aufblasurmalerei sind die gebrannten, weiß verbliebenen Porzellane, auf deren glasierte Oberfläche die Dekoration aufgemalt und schließlich in einen Dekorbrand mit ca. 900 Grad Celsius eingebrannt wird. Die Dekore der Aufblasurmalerei sind überaus zahlreich und vielgestaltig. So gibt es zum Beispiel die Blumenmalerei, Indischmalerei, Wildmalerei, Vogelmalerei, Figurenmalerei, Jagd-, Landschafts- und Früchtemalerei sowie die bereits erwähnte Staffagemalerei plastischer Porzellane. In jeder Dekorationsart gibt es noch weitere Differenzierungen und Spezialisierungen, die hier nicht alle genannt werden können. Gemalt wird mit Metalloxidfarben, die nach alten Rezepturen im eigenen Farblabor hergestellt und nur von unseren Malern verwendet werden. Die Farbpalette mit über 10.000 Farbrezepturen ist somit nahezu unbegrenzt. Die Farben werden mit Terpentinöl aufgespachtelt und dadurch malfähig gemacht. Je nach Dekorationsart wird mit Pinsel oder Stahlfeder gemalt. Korrekturen sind bei der Aufblasurmalerei nur vor dem Einmalen möglich. Das Hauptverdienst der Erfindung fast aller Aufblasurfarben gebührt dem Dekorgestalter und Farbenchemiker Johann Gregorius Hörold, der von 1720 bis 1765 als Malereileiter an unserer Manufaktur tätig war. Er prägte maßgebend den Stil der europäischen Porzellanmalerei im 18. Jahrhundert.